Oh, moin moin liebe Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Eine weitere Runde hier vom LS22. Vom friesischen Marsch mit Zwiebelernte und Baumwollernte. Jo, das Wald läuft. Mal schauen, dass der wieder loslegt. Jetzt nicht am ersten, sondern am nächsten. Abfahrt hatte ich schon hingeschickt, der will theoretisch fast 3 Stunden brauchen. Wir haben hier noch so ein bisschen was zum Aufräumen. Wen verwundert es? Mich nicht. Der muss dringend tanken. Ögi, danke dir für den 27. Monat. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Aber das mit dem... Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Das Ding ist natürlich, wenn ich meine diese Input-Bindings und Safe-Game-Dateien auf den neuen Computer rüberspiele, dann habe ich bestimmt wieder ein ähnliches Problem, oder? Und dann ist der gleiche Fehler wahrscheinlich auf dem neuen Rechner auch. Was ist das, mein Taste-R-Problem? Einmal will HP Smart irgendwie, also diese HP-Dinger sind auch, ne? Einmal so eine Meldung, HP Smart möchte Update machen, nix HP. Also das Programm ist mir auch suspekt. So, also in der letzten Folge zum Ende hin gefragt, frage ich jetzt nochmal zum Anfang die Leute, auf welchen Supermarkt oder auf welche Verkaufsstelle würdet ihr am ehesten verzichten wollen, hier auf der Karte für den LS25. Vielleicht gibt es dann ja eine kleine Änderung in dem Bereich, vielleicht ne, verschwindet ein Supermarkt oder wird verlegt oder ne, es verschwindet eine Getreideverkaufsstation oder wird verlegt, das müssen wir mal gucken. So, den können wir eigentlich auch gut noch brauchen fürs Zwiebeln abfahren, weiß nicht genau, Zwiebeln sind recht ertragreich. Die Gemüsefabrik, die Fahrerei dauert ja schon so ein bisschen. Ich glaube, 3 können wir vielleicht echt brauchen. Dafür müssen wir aber auch gleich selber ein bisschen aktiv dabei sein. Gerade zu Beginn, wo die ganzen Vorgewände gemacht werden, macht das, glaube ich, schon Sinn, ne? Dass wir dabei sind. 16 und ein bisschen was ins Silo vielleicht mal einlagern. Hofsilo füllen. Ja. Hab mir eben das Unboxing angeschaut. Sehr schönes Video. Das freut mich. Gerne auch so einen Kommentar, falls nicht schon erledigt, auf YouTube auch hinterlassen. Das hilft weiter, ne? Freut mich zu hören natürlich und hilft natürlich oder zeigt YouTube, dass das Video auch für andere interessant sein könnte und da vielleicht ein paar mehr Leute reingucken. Also da seid ihr die Macht, liebe Leute. Ja, gerne Like, Kommentar, teilen, kommentieren. Alles, was geht, ist natürlich der Mega-Support, denn da das dann hilft, das Video ein paar mehr Leuten angezeigt wird. YouTube dann der Meinung ist, das könnte vielleicht auch für andere interessant sein. So, wenn es gefällt, das Video, ne? Ich habe das heute Nachmittag, der Rechner ist ja heute Nachmittag gekommen, um 14 Uhr, circa 14 Uhr. Der musste ich halt erst noch nach ins Nachbarort fahren, wegen hier, ne? Kinderfußball ja aktuell und Kind abholen und mehrere verteilen, danach dann auspacken und so weiter. Armbrot und, oh, das war schon... Deswegen war ich auch ein paar Minuten zu spät halt heute, ne? So ein Stream. Nicht um 7:45, sondern mal fahren. Kurz vor 5:30, glaube ich, ne? Auch Vini, vielen, vielen Dank. Ja, deswegen ist tatsächlich dann auch schon die letzte Folge heute. Ist das gleich 9:30? Ich werde jetzt mich gleich an den Rechner setzen und gucken, dass ich da dann, wie gesagt, ich glaube, ich bin schon auch für die Variante einmal. Mal alles neu, einmal sauber machen und dann alles einmal selber installieren und dann wird schon klappen, dann wird da das schon alles richtig laufen. So, dann nächster Wegpunkt. Ja, und Hoffnung, dass ich morgen Abend dann ja vielleicht, wenn wir mit Evil Dynasty spielen, Speedy hat schon geschrieben, er hat morgen keine Zeit. Ich weiß gar nicht, ob Gerd morgen Zeit hat, ich habe noch nichts gehört.
auch durchkommen, oder? Alle, die könnte man auch eher zentral verlegen, okay? Mal eine Frage, wenn ich Holz aus dem Holzfäller oder Holzlager auslager, werden dann Paletten gespawnt oder muss man mit einem LKW? Nee, das werden Paletten gespawnt. Dann hast du vielleicht, wie war das noch mit diesen hier Container-Dingern? Bei einigen haben ja das Problem, dass... Ein Freund. Einige haben ja das Problem, dass dann Container, diese 30.000 Liter Container ausgelagert werden. Ich weiß aber gerade nicht mehr, in welchem Mod das hing. Überlege ich gerade selber, aber wahrscheinlich fällt es mir jetzt nachher wieder ein, wenn man nicht gerade drüber nachdenkt. Wegen einem Mod war doch schuld, dass 30.000 verkauft ist. Weißt du das nicht mehr? Ist aber auch jung, dann kannst du das alles besser merken. Welcher Mod war das denn noch mit den 30.000er Paletten? Kleiner Neid darf sein. Ja, danke, danke. Klar. Ich finde, er ist ein bisschen klein geraten. Aber gut, wenn er nachher gut funktioniert und die Luft halt gut vorne reingesogen wird, so wie da in diesen Produktvideos zu sehen, wenn vorne Luft gut reinkommt und hinten wieder gut rauskommt, dann kann das durchaus sein, dass dieses kleine, kompakte Gerät auch funktioniert, ne? Auch mit der Technik, die da drin ist. Wenn nicht, muss man gucken, ob man noch leistungsstärkere, bessere Lüfter einbauen kann oder wie schon vorhin jemand schrieb, ob man nicht eine 360er Wasserkühlung hätte lieber genommen anstelle der 240er. Aber gerade der i9 ist natürlich schon auch ein Prozessor, der echt ziemlich warm werden kann. Ne? Dann wahrscheinlich runterreguliert. Aber werden wir alles im Betrieb sehen. Ich denke, bei LS wird es alles nicht so das Problem sein, glaube ich zumindest. Ich habe schon Bock, auch City Skylines nochmal wieder zu starten mit neuen Rechner. Mit dem alten Rechner waren wir ja an der Grenze des Möglichen damals mit 250.000 oder ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute. Aber da gab es ja auch eine Menge Updates. Ja, ist doch zu viel Abfahrer, hier stehen hätten zwei. Shelly hatte noch die Idee fürs Video. Eigentlich, als sie, oh, sie hörte, oh, der UPS-Mensch kommt, lauf schnell los und renn ihn in die Arme, so nach dem Motto. Ja, das lassen wir dann lieber. Gut, nehmen wir den nächsten Abfahrer. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal kurz aktiv hier abfahren, solange die Vorgewände gemacht werden. Hinteren nehmen ist echt egal. Und dann können wir in der Gemüsefabrik Zwiebelsack anschalten. Haben wir zwar wahrscheinlich wieder ein Netzrolle-Problem, aber.
Oh yeah, Cities Skylines mit dem neuen PC, das Game. Ich glaube tatsächlich, dass es dann wieder spielbar ist. Das war ja nicht mehr spielbar. Und ich glaube aber auch, dass sie durch Updates und Patches, wie auch immer, das Spiel auch spielbarer gemacht haben. Ne? Weil, wie gesagt, zuletzt war es ja einfach nur noch nicht schön. Nur noch nicht schön, ne. Ich glaube, wenn man da grafiktechnisch wird ja auch die Grafikkarte, denn bei so einem Spiel, wenn man das in hoher Qualität spielt, kriegt auch die Grafikkarte was zu tun. Bei LS wissen wir selber, ist eine Grafikkarte eigentlich selten komplett bei Anspruch. Wobei auch da dachte ich, ich könnte mir dann wahrscheinlich echt nochmal Sichtweiten höher einstellen, dass man noch mehr Gebäude in einer weiteren Entfernung sieht, dass man Bäume und so weiter, ne, Objekte generell, die Sichtweiten-Geschichten auf alles Max einstellt und dann mal gucken. Weil das müsste ja eigentlich Grafikkarte sein und nichts mit dem Prozessor zu tun haben, mit dem Kern. Es ist, meinst du CS Skylines oder Counter-Strike? Counter-Strike Safe Game gibt's nicht, ne? Ja, habe ich tatsächlich noch. Ich bin nämlich jetzt gerade, ich glaube, das ist noch auf dem aktuellen auf Rechner hier drauf. Ich bin gerade gestern Abend schon mal in meine Steam-Bibliothek durchgegangen von Spielen, die ich aktuell spiele. Dazu gehört ja Medieval Dynasty. Landwirtschaftssimulator sowieso, aber das habe ich ja nicht im Steam. Also, ne, mit Evil Dynasty, House Flipper und Tropico ja noch bis vor kurzem, wobei das wird wohl zu Ende sein. Ich weiß nicht, der andere war vielleicht im Livestream dabei. Das lief nicht mehr so gut, die Insel. Die Pandemie hat uns, kann man sagen, ruiniert. Ich hätte wahrscheinlich vorher schon Maßnahmen ergreifen müssen oder ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, ob es da noch so ein Safe Game gibt. So ein Safe Game Backup, was vielleicht eine Stunde dann alt ist. Und dann kann man nochmal testen, ob gewisse Maßnahmen fruchten würden und die Pandemie früher eindämmen, bevor wir komplett pleite sind und keine Bevölkerung mehr haben. Ja, also ne, die Spiele spiele ich ja aktuell. House Flipper and Enshrouded wollte ich auch noch sichern und man kann ja bei Steam, wenn man rechte Maustaste klickt, bei den Spielen kann man ja sagen, ob das in der Steam Cloud gespeichert werden soll oder nicht. Und das war bei Cities Skylines zum Beispiel nicht aktiv in der Steam Cloud. Dann bin ich einmal, habe das aktiviert, bin bei Cities Skylines rein, hab meinen Spielstand geladen und gespeichert und jetzt zeigt er mir das auch bei Steam an. Also glaube ich, dass es gespeichert ist. Ansonsten muss man wahrscheinlich irgendwo im Lokalen auf dem Rechner nochmal suchen, wo genau die Savegame-Dateien versteckt sind. Und bevor ich nicht dann sicher bin, wenn ich am neuen Rechner sitze und die Spiele, die ich aktuell spiele, da installiert habe und mal gestartet habe, und wenn ich dann auf die alten Spielstände zugreifen kann, dann ist ja alles schick. Dann kann man in dem letzten, das ist dann die letzte Instanz, wenn das alles läuft und so ist, dann kann ich den Rechner, an dem ich jetzt gerade sitze, auch, ne, Format C, Format E, Format F, was auch immer, sind vier Festplatten drinne. Ich würde hier mindestens eine davon werde ich in meinen neuen Rechner einbauen, vielleicht sogar zwei, glaube ich, weil Shelly braucht es eh nicht. Shelly reichen in zwei Festplatten. Ja, dann ist der Rechner, an dem ich jetzt sitze, platt zu machen. Dann kommt da auch Windows einmal wieder frisch drauf und alle Treiber für Grafikkarte und so weiter und so fort. Prozessor und hast du nicht und so weiter, ne? Dass das alles einmal up to date ist und dann wird das ja hier Shellys neuer Homeoffice-Arbeitsplatz. Also ja, der Computer. Ja, und die alten Computer werden wir gucken, ob wir den vielleicht noch verkauft kriegen. So ein paar Euros wäre schon nice dafür zu haben, weil die Investition für den neuen Rechner, das reißt schon immer so ein kleines Loch in die Kasse, ne? Das ist schon klar. Auch echt verrückt viel Geld. Hätte man früher nie, also ne, dass man jemals, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jemals so viel Geld für einen Computer ausgebe. Früher war ich schon, also mit 1000 Euro, wo ich dachte, ja okay, komm, ne, 1000 Euro ist halt irgendwie schon Schmerzgrenze. Heute kriegst du nicht mehr so viel Technik up to date für 1000 Euro. Dann musst du halt in 3 Jahren wieder einen neuen kaufen oder in 2 Jahren oder in einem Jahr.
Und mein Rechner ist ja bei weitem noch nicht, also der neue ist ja bei weitem noch nicht das teuerste, was es so gibt auf dem Markt. Da sind ja die Preise teilweise ja verrückt nach oben. Nach dem Motto sind ja fast keine Grenzen gesetzt. Ja, okay. Safety. Last point. Schon überlegen, wo ich eigentlich meinen Windows-USB-Stick habe. Eigentlich habe ich das in so einer kleinen Packung. Samstagabend kein Multiplayer, da wird ja nichts mehr, ja, vielleicht nicht im Stau festhängen, weil es wird ja wahrscheinlich ein schlimmes Stauwochenende, so wie die Prognosen auch wieder sagen, weil ich glaube NRW und noch andere Bundesländer haben dieses Ferienende jetzt, ne? Und das heißt, viele werden den Norden wieder verlassen Richtung Süden. Aber das Gute ist natürlich, dass samstags eigentlich hier für Groß-LKWs auch Fahrverbot ist wegen Ferien. Wir müssen ja nach Hamburg ins Stadion. Ich meine, ich will schon ein bisschen Zeit einplanen, ein bisschen Pufferzeit. Aber man will ja auch nicht zu viel, wie kann ich den ganzen Tag als Pufferzeit einbauen da. Aber es geht gerade so, ne? Der Apa ist auch nicht wieder da. Ich gucke gerade, ob er da irgendwo schon fährt. Brauchen wir doch drei Abfahrer. Ja, mach doch. Egal. Vielen Dank für den Sub, danke für den Support. Oh, noch keiner da. Recht, DAX 93. Danke für den Follow. Moin, moin. Und ich hoffe auf den ersten Sieg von Dortmund in der neuen Saison mit einer komplett neuen Mannschaft. Wir gefühlt haben den ganzen Kader neu gekauft.
Meine Güte, es gibt wahrscheinlich noch so 4, 5 Spieler wahrscheinlich, die noch so übrig sind aus der letzten Saison. Alle anderen sind neu. Das kann natürlich echt gut gehen, kann aber auch nach hinten losgehen. Bin gespannt. Gerade gegen so einen Underdog, Regionalligisten, Königs Lübeck, kannst du ja nur verlieren als Dortmund. Das ist immer dieser extreme Druck, gerade auch für die Neuen, die da sind. Die wollen erstmal zeigen, jo, geil, ich bin jetzt neu hier und so. Das kann manchmal, ja, kann man auch mal blöd laufen, ne? Sehr, sehr traurig, da das erste Dortmund-Spiel ist, was mein Sohn im Stadion mitverfolgen kann. Erster Stadionbesuch. Also Daumen drücken, liebe Leute. Samstagabend, 18 Uhr. Phoenix Lübeck gegen Borussia Dortmund im Hamburger Volksparkstadion mit irgendwie fast 50.000 Zuschauern. Ich habe gerade heute geguckt, es gab tatsächlich noch Tickets, teilweise auch in guten Kategorien. Pro Ticket, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Finde ich es völlig in Ordnung für ein DFB-Pokalspiel. Wir sind ja im Familienblock. Das Ticket für mich und mein Sohn zusammen hat irgendwie 42 Euro gekostet. Also da muss man ja fast rechnen. Also da ist ja Verpflegung und Tanken ist teurer als Eintritt zum Stadion. Ne? Ja, Gemüsefabrik. Boah, ich glaube, wie gesagt, die Ruhrgewende fahren wir vielleicht noch aktiv ab, aber dann schafft er das schon von alleine. Dann sollten wir vielleicht noch eine Tour Ballen sammeln. Da sagst du was als lebender Dortmunder in Dortmunder. Ja. Ist auch in Hamburg? Ja, das, wie heißt noch der Pokal? Super Cup oder so, ne? Nein, dann kannst du halt nicht so gut streamen, weil du den Sound nicht mitstreamen kannst. Dann wahrscheinlich, weil du über Computer guckst. Ah, jetzt hatte mein normaler Rechner hier aber auch Windows-Update-Meldung. Wahrscheinlich, weil ich es einmal gestartet habe oder was. Ja, aber wie gesagt, Samstag, ich werde auf jeden Fall mehr als zeitig Richtung Hamburg loseiern, weil das wäre einfach zu nervig, zu traurig, wenn wir nachher im Stau versacken vor Hamburg, weil irgendwie alle Richtung Süden wollen. Und das ist ja auch, es kommen ja auch, ich meine, Lübeck ist jetzt keine riesige Stadt,
Aber ich glaube schon, dass eine ganze Menge Lübecker nach Hamburg rüberfahren. Von dort aus ist es ja nicht weit. Und ihren Verein anfeuern wollen, weil auch wenn Phoenix Lübeck, glaube ich, keine riesige Fangemeinde bisher hat, wenn da doch Lübecker sein, die sagen, jo, komm, da sind wir mal hier in einem großen Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, lass uns da rüberfahren. Lübeck-Hamburg 20 Minuten, ich weiß nicht genau, wie länger fährt man von da nicht. Das heißt, aus der Richtung kommen auch ganz schön viele und die sind halt auch praktisch nördlich von Hamburg und fahren dann, die kommen aber dann eher so, ja, wenn man jetzt auf die Deutschlandkarte guckt, kommen die ja eher so von Osten rüber. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht mehr Richtung Westen abgleite, bis zu 23, bis zur A23 rüber. Über die, ne, also erst die A7 logischerweise, wenn man dann schon hört, oh, haben wir viel Stau vor Hamburg, Quickborn, Schnellsen, hast du nicht gesehen, dass man dann vorher schon, wenn man auf die Karte guckt, links, also ne, wenn man jetzt von hier auf die Deutschlandkarte gucken würde, die A7 Schleswig-Holstein, dann eben Richtung Westen, Richtung Nordsee schon verlassen würde und dann darum versuche nach Hamburg zu kommen, weil ich glaube, von dort aus wird weniger Andrang sein. Weil das andere ist doppelt heftiger Andrang. Ne? Da wollen irgendwie ein paar tausend Menschen ins Stadion und man hat die Abreisewelle wegen Samstag. NRW, Ferienende. Ich weiß nicht, wer hat denn noch Ferienende? Weiß keiner von euch, ne? Ich weiß es nicht genau, aber irgendjemand meint, ich war noch mehr Bundesländer. Die Süddeutschen, ich glaube Baden-Württemberg und Bayern, die haben noch ein bisschen. Die sind, glaube ich, erst recht spät in die Ferien gestartet. Wir haben ja auch noch 2 Wochen hier in Schleswig-Holstein. Wochen da, achso, irgendwas. So viel dachte ich nicht. So, gut, das müsste jetzt eigentlich gleich auch von alleine laufen bei den Zwiebeln. Hier können wir kurz gucken wegen den Ballen. Da haben wir schon ein paar Runde liegen, 4 Stück oder so. Jetzt lohnt bald zur Textil rüber zu fahren. So. Dann sammeln wir jetzt noch eine Ladung Ballen und dann war es das für heute, Leute. Das passt dann schon. Sonntagnachmittag sind wir eh schon und ich denke, Sonntagmittag ist ganz normal streamen und vielleicht machen Shelly und ich, ja, wie sagt man, unserem Sohn. Jetzt hätte man das auch lustig streamen können, sagte ich schon. Das wäre wahrscheinlich auch ganz lustig. Wollen wir eigentlich tatsächlich einmal von der Ostsee an die Nordsee mit dem Fahrrad rüberfahren. Uns ein bisschen Schmerzen zufügen, mal gucken, wie wir das aushalten. Aber mit einer Zwischenetappe, ne? Das wollen wir an 2 Tagen machen, nicht an einem Tag. Sprich Sonntagnachmittag los, entspannt schon mal ordentlich ein paar Kilometer runterreißen, irgendwo essen, ein Stück weiterfahren vielleicht und dann irgendwo übernachten. Und am nächsten Vormittag geht es dann weiter, auch wahrscheinlich so 2 Etappen mäßig oder 3 Etappen. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Nein, wir fahren dann nicht wieder mit dem Fahrrad zurück. Dann kann mein Vater mich mit rüber, also uns mit Anhänger oder was auch immer rüberfahren. Aber sowas ist auch richtig Logistik, ne? Unsere Tochter kann auch nicht mit. Ist noch ein bisschen zu klein dafür. Unser Sohn, dem trauen wir das durchaus zu. Der kriegt solche Kilometer abgespult. Das dürfte nicht das Problem sein. Hat jetzt ja auch neue, also vor kurzem neues Fahrrad gekriegt. Eine Nummer größer vom Rahmen her. Größere Räder. Reifen wir immer und heißt ja auch weniger strampeln müssen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen steht und fällt auch ein bisschen mit dem Wetter, klar. Also wenn jetzt ganz viel Regen, Gewitter und Schauer und was auch immer angesagt ist, würde man natürlich sagen, naja, machen wir nicht. Wenn es aber einigermaßen und bei 30 Grad und brütender Hitze braucht es auch nicht machen. Lässt ja auch relativ schnell ab. Aber bei normalem Wetter, dann wollen wir das machen. Dann mal gucken. Ob wir dann Montagabend wieder mit super Muskelkater, schmerzenden Hintern und keine Ahnung was wieder zu Hause sind. Bin gespannt.
Schwierig, wenn man nicht selber in die Schule geht oder keine Schulkinder hat, ne? Ja, dann kriegt man das nicht so richtig mit. Also bei uns ist aktuell die vierte Woche. Wie gesagt, zwei ganze Wochen sind noch da übrig an Ferien. Ja, kann auch sein, dass wir uns komplett übernehmen und das merken. Der erste Tag geht vielleicht noch. Man schafft vielleicht seine knappe 40 Kilometer zu fahren. Das stelle ich mir schon durchaus machbar vor. Man ist ja auch nicht komplett im Stress. Man kann ja auch zwischendurch echt ein bisschen langsam vor sich hin fahren. Wo wollten wir denn hin mit dem Heu? Gab es da irgendwas Direktes? Nicht so aus. Dann muss ich erstmal zwischenlagern. Ballen halt am Hofe schon voll. Oder wir bringen es direkt zu den Pellets. Zwischendurch immer mal ein Eis als Belohnung. Ja, das stimmt. Ja, mit so kleinen Belohnungen muss man wahrscheinlich arbeiten. So und einen selber wahrscheinlich auch. Weil, also, wollen wir nichts vormachen. Das letzte Mal, wo ich so viel Fahrrad gefahren bin, wusste ich nicht mehr. Na gut, letztens haben wir eine größere Fahrradtour bei uns hier gemacht. Das waren aber, ach ne, vielleicht 28 Kilometer oder so. Das war auch schon gut. Das war auch an einem Tag. Und wir schätzen, wie gesagt, dass man so um bei 40, 45 Kilometer müsste man halt an einem Tag schaffen und am nächsten Tag nochmal. Ne? Wer von euch würde das schaffen? Wer ist so fit? Also ich glaube schon, das wird schmerzhaft werden. Gar nicht nur von wegen, dass die Beine natürlich schon schwer werden. Auch generell so die, ne, Arme, Rücken, wie auch immer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Hintern vom Sattel sitzen auch eben echt nachher nicht mehr so gut tun wird. Ne? Aber wir haben jetzt nicht irgendwie so einen, also ich zumindest nicht und ja, Shelly eigentlich auch nicht, einen normalen Fahrersattel. Keinen besonderen, es gibt ja glaube ich wirklich extra bequeme für lange Fahrten Sattel oder so, ne? Oder auch Hosen, glaube ich, die gepolstert sind. Ich glaube, sowas gibt es auch, so Fahrradhosen, die extra Polster drin haben, damit man bequemer sitzt oder so. Naja, gucken wir mal. Wetterprognose sah ganz gut aus. Ich habe heute mal reingeguckt, aber ich finde die Wetterprognosen sind in letzter Zeit echt schlecht. Das heißt also noch gar nichts. Das war auch gestern. Ja genau, gestern war eigentlich die Prognose, selbst Vormittag sagte, ein ganzer Tag ist gut. Und was ist denn noch? Oder war es Mittwoch schon? Naja, das war glaube ich. Also das ist auch egal. Auf jeden Fall, obwohl die Prognose sagte, das komplett anders als es auch gerade war. Das war auch absehbar, dass da irgendwie das bleibt bei Regen so irgendwie. Und Prognose sagte trocken. Aber es war die ganze Zeit Regen, also. Keine Ahnung. Also da kannst du auch nicht drauf vertrauen. Wenn man einen richtigen Sattel hat, braucht man nicht so eine komische Polsterhose. Ja, der Chorus, der kennt das. Ich bin schon mal 140 Kilometer an einem Tag gefahren und das mit 30 Kilo Gepäck. Respekt. Ne, wir haben keine E-Bikes. Also weder unser Sohn noch wir haben E-Bikes. Wir fahren noch normales Fahrrad. Wollten wir auch eigentlich noch ein bisschen länger. Sind nicht ganz so die Fans von den E-Bikes. Aber man kennt die ältere Generation, 60, 70 plus, die dann nach dem Motto rasend an einem vorbeifährt. Nach dem Motto Platz da, hier kommen wir. Also heute hatte ich auch so eine Situation, da fahre ich hier aus der Siedlung raus. Hier ist 30-Zone, ich bin auch nicht viel schneller gefahren als 30, fahre ich hier eigentlich nie. Und irgendwie so ein alberner Nachbarn, mit dem eigentlich auch niemand was zu tun hat. Die sind auch mal zugezogen, keine Ahnung. Sind, also ich weiß nicht, ob jemand was mit denen zu tun hat. Also die sind ein bisschen älter, Rentner würde ich behaupten, und machen hier einen Altersruhesitz sozusagen hier bei uns. Und die haben mal hier Lückenbebauung gemacht und ich wohne halt hier drei Häuser weiter oder so. Und die haben so ein paar Haufen so Hunde. Und da ist ein Grünstreifen bei denen. Also da ist also praktisch deren Grundstück, dann kommt Straße. Und auf der anderen Seite, also wenn man sich jetzt hier vorstellt, muss ich jetzt kurz erklären,
Hier ist praktisch dann, naja, würde man so sehen. Also hier ist dein Haus, ganz normale Siedlungsstraße, ganz normal einspurige Straße aus einer Siedlung raus, aus einer Wohnsiedlung. Und hier ist so ein Grünstreifen. Und ich komme von hier angefahren mit vielleicht 30, 35, viel schneller wird es nicht gewesen sein. Er hing hier gerade mit seinem Hund und der Hund hat da gerade sein Geschäft erledigt. Und er sah dann, wie ich angefahren komme. Und der Hund wollte denn, er versuchte schon, er merkte schon, ah, sein Hund wird vielleicht gleich lossprinten. Und sein Hund war nicht angeleint, sondern war einfach auf diesem Grünstreifen, hat sein Geschäft da verrichtet. Und der Typ merkte schon, oh, ich glaube, der Hund haut gleich ab, ich bin weitergefahren. Und dann lief der Hund los und dann, ne, machte er noch so einen Hecht da und hielt seinen Hund dann am Nacken fest, da, am Halsband. Und dann fing er an, mir hinterher zu meckern. Ich angehalten, Tür auf und gefragt, was er für ein Problem er hat. Und ich meine, dass er dementsprechend ja hoffentlich auch hier den hier Hundekot da wieder wegräumt, ne? Wenn wir ja nicht so schnell fahren hier. Ich sage, ich bin mal eben 30 km/h gefahren. Wenn Ihr Hund nicht angeleint ist und mir vors Auto läuft, dann haben Sie ein Problem, nicht ich. Also da war ich auch echt, ne, minimal genervt. Also solche Leute mag ich ja überhaupt gar nicht, ne. Soll er seinen Hund anleihen und vor allen Dingen soll er nicht hier auf dem normalen Grünstreifen, wo die Kinder vielleicht mal längs laufen, weil hier ist der Bürgersteig. Hier ist der Grünstreifen, wo er denn seinen Hund hinschickt zum ne, ihr wisst schon. Also, nee. Und dann, ne, so nach dem Motto, erwischt, schnell wieder weg. Und dann wollte der Hund lossprinten und er hält ihn gerade noch so fest. Also, ne, ich fahre keine Tiere gerne platt, das ist klar. Natürlich hätte ich auch gebremst. Trotzdem, wenn der Hund nicht angeleint wäre und ich ganz normal in der Siedlung fahre und der Hund springt mir vors Auto, ist es nicht mein Problem, sondern Problem des Haftpflicht des Hundehalters, die er hoffentlich hat, weil da muss er nämlich das Auto bezahlen. Und so weiter und so fort. Hört sich ein bisschen fies an, ist aber so. So. Ja, die werden wir nicht mehr los. Aber haben wir auf jeden Fall ordentlich verletzt mit Heu gefüllt. Was? Ich habe für Action, ich habe für ein Ding PC Gaming, wo ausreichend sein könnte für dich. Ich habe doch einen neuen Rechner gekauft. Steht auch oben angeheftet. Oben ist eine Nachricht angeheftet, Lars. Da steht, mein neuer PC ist da. Und da ist ein Link zu einem Video. Gerne mal reinschalten und einen Kommentar da lassen. Ne? Danke dir. Ja, vor allem mir dennoch hinterher meckern nach dem Motto, dass ich zu schnell fahren würde oder so. Also als ob. Dann soll er mal lieber seinen Hund einleihen und nicht hier im allgemeinen Bereich da irgendwie Notdurft verrichten lassen, da schön liegen lassen. Diese Hundebesitzer, ne? Ja. Ständig ist überall irgendwo Hundekacke. Furchtbar. Auch nebenan bei uns ist auch so ein Grünstreifen. Wenn da der Ball hinfliegt, wenn wir Fußball vorne im Garten spielen und der fliegt dann ein Stück weiter Richtung so einen Grünstreifen, da musst du immer vorsichtig laufen, weil da in regelmäßigen Abständen dicke Hundewürste liegen. Also liebe Hundebesitzer, na, ich habe nichts gegen Hunde, aber wenn die dann schon irgendwo im halbwegs freien öffentlichen Raum irgendwie meinen ihren Haufen ablegen, ab hier ihren Haufen droppen zu müssen, dann sammel den gefälligst weg. Und schmeißt ihn dann zu Hause weg. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich finde es auch ein bisschen eklig, aber als Hundebesitzer muss man da durch, würde ich behaupten. Als Eltern muss man auch durch dreckige Pampers durch, so nach dem Motto. Wenn man dann einen Hund haben möchte und jetzt keinen eigenen riesigen Garten hat, wo man den Hund einfach machen lässt, wie er denn möchte. Oder halt ein großes Feld nebenan, wo er machen kann, wie er möchte, sondern hier in der Einfamilienhaussiedlung. Und man den die Hunde da auf diese kleinen Grünstreifen losjagt und hier von wegen gib ihm. Und wenn er dann fertig ist, oh, aber schnell noch einen Schritt schneller laufen, schnell entfernen, ne? Solche Leute. Morgen nicht. So, Leute. Jo, solche Leute habe ich bei uns auch. Auf Nachfrage, was für ein Problem es denn gäbe, heißt es auch, was ja viel zu schnell als 30 gewesen sein und das quasi vor der Haustür. Ja, genau. Das wissen die wahrscheinlich genau. Also ich bin ja gerade erst von der Auffahrt runter, dann beschleunigt man natürlich ein klein bisschen.
Und aber trotzdem bin ich, also nee. Also ich werde definitiv nicht viel mehr gefahren sein als 30. Also definitiv nicht. Das war nicht wie nachts auf der Autobahn. Das ist eine normale Siedlung hier. Ich weiß, hier sind spielende Kinder. Also hier fahren andere Leute mit 50 durch. Aber bei uns, also es ist hier 30-Zone und also mehr als 35 fahre ich nie. Da bin ich mir ziemlich, also ziemlich sicher. Also besser auf seinen Hund aufpassen. Ja, ich habe, nee. Also ich selbst würde keinen Hund haben wollen. Wir hatten früher welche. Mein Opa war ja auch Jäger. Wir hatten ja auch richtig ausgebildete Jagdhunde, ne, die auf Wort gehört haben und so weiter. Also wirklich richtig gut ausgebildete Jagdhunde. Und du siehst ja auch bei meinem Cousin teilweise, dem Schäfer in Nordfriesland, die Schäferhunde, wie krass die ausgebildet sind und auf alles auf Wort hören und was die können. Das finde ich schon beeindruckend. Generell auch Polizeihunde und so weiter und so fort. Finde ich schon alles echt faszinierend, wie gut man die ausbilden kann. Da ist eher das Problem mit dem Hundehalter, ne? Der seinen Hund halt einfach in der Siedlung machen lässt und hier von wegen macht doch da einen Haufen und den dann nicht wegsammelt. Da habe ich eher, das ist ja nicht das Problem vom Hund, das ist das Problem vom Hundehalter. Der dann denkt, auch passt schon, ist mir egal, wenn da jemand reintritt oder wenn da, da muss ja auch Rasen gemäht werden. Hat derjenige vielleicht mal auch nachgedacht an die öffentlichen Leute, die da dann mit dem Rasenmäher rüberbrettern und die den Mist nachher unter dem Rasenmäher kleben haben? Ein bisschen Respekt den anderen Leuten gegenüber, da muss man es halt wegsammeln. Jetzt muss man halt, ne, sich was anderes einfallen lassen, irgendwas umschneiden oder so. Funktioniert logischerweise auch nicht, weiß ich. Aber ist so. Und wenn man es wegsammelt und so und dann zu Hause wegschmeißt, ist ja auch alles in Ordnung. Hab ich ja nichts gegen. Aber dieses unauffällig am Tatort entfernen, da sind wir ein bisschen schwierig, ne? Das haben wir ja auch schon hier gesehen. Selbst auf dem Bürgersteig. Allerdings, also, ne? Wird da einer gedroppt und dann wird der Hund schnell weggezerrt, bevor dann auch einer kommt, so nach dem Motto. Das fällt den Leuten ein, ich verstehe es nicht. Ich habe es leider zu spät gesehen, ansonsten wäre ich rausgegangen. Wie gesagt, hier, ne? Und er sagt, nee, sammel dich nicht auf, dann hätte ich ihm das persönlich nachgesendet. So, ich glaube, ich kann einmal kurz aktivieren. Aber ich glaube, hier sind keine Ballen mehr. So, und jetzt habe ich mich da wieder in Rage geredet. Die Folge ist bei 40 Minuten. Hätte ich auch gleich noch eine Folge mehr machen können. Das war natürlich ein bisschen blöd jetzt, aber egal. Ich glaube, ich habe hier keine Ballen mehr. Nö. Ja, genau. Sollen sie in den Wald gehen und da machen? Das finde ich auch in Ordnung. Das stürzt ja auch die wenigsten Leute. Es kann natürlich auch mal sein, dass es auch da ein bisschen blöd ist, aber die Grünstreifen hier in Siedlungen, finde ich, sollten auch einfach frei bleiben davon. Fußgänger können mal sowas von gar nicht die Geschwindigkeit eines fahrenden Autos einschätzen. Könnt ihr ja mal alle testen. Ja. Ich lasse Shelly ein paar Mal durch die Siedlung fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und dann schätze ich nachher. Eine lustige Idee eigentlich. Ja, Katzen, ja klar. Also Katzen machen die auch überall hin. Die buddeln ein Loch aber und machen das da rein und buddeln das wieder zu. Ich habe noch keine Katze gesehen, die einfach auf dem Gehweg ein Geschäft verrichtet hat. Na gut, liebe Leute, ja, ne, ich will jetzt noch eine Stunde in meinen neuen Rechner investieren. Die Zeit brauche ich auf jeden Fall, um zumindest ein bisschen voranzukommen. Deswegen war es das für heute schon wieder. Ja, ein kurzes Gastspiel, weil so kurz war es jetzt gar nicht. Sind ja doch fast 2 Stunden geworden. Ja, wie gesagt, war ein bisschen ungeschickt, hätten eine Folge mehr machen können. Aber wir sind eh auf dem Sonntagnachmittag folgentechnisch und das passt dann. Die erste Montagsfolge wird dann der Sonntagsstream sein, vielleicht ja dann vom neuen Rechner aus. Bin selbst gespannt. Bis dahin, liebe Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend, angenehme Nachtruhe. Vielen Dank fürs Reinschalten, danke fürs Support. Bis zum nächsten Mal. Und falls ihr noch nicht gesehen habt, schaut natürlich gerne nochmal in das PC-Unboxing-Video rein und lasst doch ein freundliches oder anderes Feedback da. Hauptsache irgendwie überhaupt Interaktion, Feedback in welche Richtung auch immer. Ne? Vielen, vielen Dank. Schönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.